Hallo ihr Lieben, heute kommt endlich mein Craft-Update und zwar habe ich die Anhänger fertig gemacht mit den Hunden und Katzen und den Einhörnern und sowas. Und ja, es sind noch nicht alle ganz fertig, ich zeige es euch dann gleich und ja, damit ich das jetzt mal weg habe. Und ja, die Anhänger wandern dann in den nächsten Tagen in den Shop. Falls jemand Interesse dran hat, kann er ja da mal nachschauen oder mich auch anschreiben, gar kein Problem. Und ja, ich fange einfach mal an mit dem Einhorn, das hier auf dem Tisch liegt. Und zwar ist das hier das pinke Einhorn. Der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen. In diesem dunklen Pink, wie meine anderen Anhänger sind, die Herzen und Sterne, die großen. Und ja, da habe ich hier so einen Einhorn-Charm dran gehängt und noch ein pinkes Blümchen. Das fand ich eigentlich ganz süß zusammen. Und ja, ich habe es jetzt doch als Schlüsselanhänger gemacht, weil ja, ich hatte überall ja schon die Ösen reingedreht, ohne vorher nachzudenken. Und ich hoffe, dass das hält mit dem Horn. Ich habe da echt ein bisschen Angst. Aber ich denke, wenn man da vorsichtig mit ist, dann wird das Horn schon nicht abbrechen. Hoffe ich mal. Ich lege das mal so hier hin. Das ist das, damit man dann auch den Vergleich später sieht. Dann habe ich noch eins gegossen in Rosa. Ganz helles, zartes Rosa, auch mit Glitzer. Und da habe ich auch wieder ein Einhorn dran gehängt und ein Blümchen in Lila diesmal, weil ich fand eigentlich, das passt ganz gut zusammen. Ja, gefällt mir echt ganz gut. Hinten glitzert es auch noch. Das sieht man halt vorne nicht. Der Glitzer ist da halt nicht so wegen der Form. Ja, finde ich ganz cool. Und dann habe ich noch eins in Schwarz. Auch mal was anderes. Und da ist eben dasselbe. Auch wieder ein Einhorn-Charm und ein Blümchen mit dran, auch in Pink. Fand ich eigentlich ganz cool. Das macht ein bisschen Farbe zu dem Schwarz. Ja, die sind lackiert, alle drei. Ich fand es vor allem bei dem Schwarz in Matt nicht so schön. Deswegen habe ich die dann alle drei lackiert und das ist eigentlich, finde ich, recht cool geworden. Also mir gefällt das eigentlich ganz gut. Und ja. Und dann, ja, mit was mache ich weiter? Ich nehme mal hier den Hund. Ich habe schwarze Hunde gegossen. Die haben auch alle ein Halsband bekommen aus Glitzersteinchen in verschiedenen Farben. Ich weiß nicht, ob man das sieht jetzt. Ja, ich denke, auf jeden Fall sind das grüne Jellies und passend dazu dann eben das grüne Herzchen. Und dann habe ich hier noch so ein Love Charm dran gehängt, weil ich hatte ja bei Doreen Beats diese I Love My Cats Charms bestellt und ja, bei Hunden habe ich jetzt überlegt, aber ich finde, das Love passt auch super gut dazu. Und ja, deswegen haben die Hunde den Love Charm bekommen und die Katzen eben das I Love My Cat, das zeige ich euch gleich. Ja, ich finde es eigentlich ganz süß. Dann habe ich, also wie gesagt, den Hund in Grün. Dann habe ich den Hund, ups, jetzt hängt es zusammen, Moment, den Hund noch in Blau. Blaue Jellies, blaues Herzchen und auch wieder Love mit dran. Na, so. Ich muss dann gleich noch Fotos machen und ja, dann kommen die alle in den Shop rein. So, dann habe ich hier noch Hunde in Schwarz. Moment. Die hängen immer alle zusammen. So, dann haben wir einen in Pink. Pinke Jellies und pinkes Herzchen. So. Und dann habe ich noch einen in Blau. Der ist genau identisch zu diesem hier. Die sind genau gleich. Dann habe ich noch einen Hund in Neonpink. Den hier. Mit goldenem Kettchen. Da ja, hängt hier das Herzchen und der Stern dran. Und ja, das ist richtig, richtig Neonpink. Also ich hoffe, ihr könnt das sehen. Im Vergleich zu dem dunklen Pink hier leuchten die richtig extrem. Dann habe ich noch einen Hund in Rosa, in dem gleichen hellen Rosa wie das Einhorn.
Auch mit rosa Jellies, rosa Herzchen und auch wieder Love mit dran. Da. Finde die so süß. Die sind echt so putzig. So, habe ich noch einen Hund? Ja, ich glaube, hier hängt noch ein Hund. Genau, ich glaube, das war es dann. Aber mit den Hunden. Das ist auch nochmal genau der gleiche. Wie der hier. Auch alles gleich. Jellies gleich. Genau. Dann kommen wir mal zu den Katzen. Habe ich auch im Rosane. Das sind auch zweimal die gleichen, glaube ich. So, komm hier. Ja, hier ist dann dieses I love my cat. Alles in Rosa. Und die ist auch genau gleich. Ja, gibt es dann also zweimal. Dann habe ich noch schwarze Katzen. Einmal hier die in Pink. Mit pinken Jellies. Ich finde das so süß mit dem Halsband. Das gefällt mir richtig gut. Und dann habe ich eine in Blau. Jo. Genau. Das waren die. Dann habe ich noch die weißen. Die sind allerdings nicht so perfekt. Da weiß ich noch nicht, was ich mit denen mache. Ob ich die als B-Ware verkaufe, das weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. Die hier ist eigentlich ganz in Ordnung. Die haben nur so viele Bläschen hier. Da zum Beispiel oder hier. Da ist ein Bläschen und hier. Das lag an dem Weiß. Ja, weiß ich noch nicht. Finde die trotzdem total schön. Von hinten glitzern die ja so schön. Ich weiß es noch nicht. Dann habe ich einmal die. Dann die hier. Die ist, glaube ich, ein bisschen besser. Also die sind auch genau gleich. Ich glaube, die ist okay. Die hat, glaube ich, keine Bläschen. Und die letzte, die hat einen Fleck im Gesicht, wo ich leider nicht weiß, wo der herkommt. Da ist, das kann ja kein Pigment sein, weil da war ja kein dunkles Pigment mit drin. Entweder ist es vom Glitzer, dass das irgendwie schief liegt und deswegen dunkel aussieht. Oder ich habe keine Ahnung. Die hat auf jeden Fall einen Fleck, sieht fast aus wie ein Auge. Also ich finde es eigentlich ganz lustig. Aber ja, weiß ich noch nicht. Was ich mit der mache zum Wegschmeißen, sind sie auf jeden Fall zu schade. Dann habe ich noch ein letztes Kätzchen in Neonpink. Die leuchten echt so mega schön. Das ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Die sind echt hübsch. So, das waren die Kätzchen. Dann habe ich noch ein Pferd. Das habe ich so gestaltet, als hätte es ein Halfter sozusagen aus Glitzersteinchen und ein Herzchen hier hinten. Und habe dann ein Pferdecharm. Den hatte ich mal in einer Ü-Post oder Tauschpost. Habe ich nur den einen und ja, ich fand den eigentlich ganz passend. Der ist hier mit dran. Und ja, und ein Herzchen in Rosa, passend zu dem. Fand ich ganz süß. Also haben wir auch noch ein schwarzes Pferdchen. Dann habe ich noch ein paar Einhörner zum Schluss. Und zwar einmal hier so ein pinkes. Da habe ich die Steinchen in Silber drauf geklebt. So wie es im Livestream ja manche gerne gehabt hätten. Da habe ich auch so ein Sternchen dran gehängt und ein Love, weil ich fand, das passt eigentlich ganz gut. Einhorn Love. Ja, finde die total süß. Einmal in dem Pink. Dann habe ich auch noch ein Neon Pink. Das sieht so aus. Auch Sternchen dran. Und hier pinke Jellies. Da sieht man auch gut den Unterschied hier mit dem Neon Pink und dem dunklen Pink nochmal. Und dann habe ich noch eins in Rosa. Das sieht dann so aus, auch wieder mit Silber. Das Rosa gefällt mir auch total gut. Es hat richtig gut geklappt mit dem Rosa, weil wahrscheinlich kennen einige von euch, die auch mit Harz arbeiten, das Problem mit dem Rosa. Und ja, das hat richtig gut funktioniert. Das ist Rosa-Pigment.
Ja, und dann habe ich noch zwei unfertige. Und zwar einmal ein schwarzes Einhorn, wo ich noch am Überlegen bin, ob ich die einfach mal so ohne was drauf in den Shop stellen soll. Könnt ihr mir ja vielleicht mal eure Meinung sagen, ob ihr auch gerne mal welche ohne diese Jellies drauf oder Steinchen drauf haben wollt. Habe ich einmal schwarz. Das habe ich lackiert, deswegen sieht das so ein bisschen ja, gestreift aus. Das hat leider nicht so gut geklappt. Aber ja, ich finde es eigentlich trotzdem, ist ja nicht so schlimm. Da habe ich das schwarze und dann habe ich noch ein neonpinkes ohne alles. Ja, wie gesagt, könnt ihr mir ja mal sagen, ob ich die auch mal ohne was drauf, also ne, hier so im Vergleich, ob ihr die besser findet mit den Jellies drauf oder halt eben auch mal ganz komplett ohne. Deswegen habe ich die so gelassen. Und ja, das waren die Tiere. Dann habe ich noch Disney-Sticker eingegossen. Und zwar habe ich da mal was versucht. Und ich finde, das ist richtig, richtig toll geworden. Und ich hoffe, die Kamera kann das richtig gut einfangen. Aber ich denke schon. Ja, das funktioniert gut. Da habe ich diese Sticker eingegossen, die ich mir, wo hatte ich mir die bestellt? Ich glaube, bei Ali. Ich weiß es nicht mehr. Und die habe ich eingegossen und habe im Hintergrund so Holo-Effekt gemacht. Und das hat super gut geklappt, wie ihr seht. Richtig cool. Da muss ich mir noch was überlegen. Die sind auch noch nicht bearbeitet. Ja, da ich die nicht verkaufen werde, ja, werde ich die dann fertig machen, wenn ich mal irgendwie, keine Ahnung, eine Ü-Post oder irgendwie was mache. Pack die dann da rein. Deswegen habe ich die jetzt noch nicht fertig gemacht, aber ich wollte euch trotzdem zeigen, weil ich finde den Effekt so toll. Und wo lege ich die jetzt mal hin, dass man die sieht? Vielleicht hier. Da habe ich dann Mickey Maus. Dann habe ich die Minnie Maus. So ein cooler Effekt auf jeden Fall. Und die Sticker sind so süß. Dann habe ich Donald. Man sieht nur manchmal so ein bisschen Unebenheiten. Das hat aber das Holo so an sich. Das ist einfach so. Da sieht man jedes Bläschen. Aber ich finde es nicht schlimm. Kann man ja auch noch bearbeiten. Vielleicht noch was dazu kleben. Dann habe ich IA. Nur meine Form ist scheinbar nicht mehr ganz so schön glänzend. Es geht noch, aber ja. Teilweise sehen die Teilchen ein bisschen matt aus. Dann habe ich noch... Ach ja, genau, ich habe auch noch hier... Ja, ist ja jetzt egal. Auch noch ein paar von den Kawaii-Teilchen, also Kawaii-Sticker eingegossen. Da sind aber auch hier ein paar Bläschen. Da sieht man ja, ist auch nicht so perfekt geworden. Muss ich mal sehen, was ich da draus mache. Ich leg den mal hier hin. Dann habe ich genau hier noch ein rosa Hündchen. Das ist echt so cool mit dem Effekt. Das gefällt mir richtig gut. Hier habe ich Tigger. Ich schiebe das mal so ein bisschen zusammen. Übrigens sind die Nachbarn hier irgendwie draußen am Holzsägen. Ich denke mal, ihr könnt das hören, aber ich kann es leider nicht ändern. Das Fenster ist auf jeden Fall zu. Also lasst euch nicht stören. Das sind auch wieder so ein paar kleine Bläschen. Genau, das waren die drei. Ich glaube, ich habe nur drei Hunde, aber ich werde es gleich sehen. Dann habe ich hier Daisy. Das ist auch so süß. Daisy und hier nochmal das Ferkel. Das ist halt schade mit den Bläschen. Aber naja. Muss ja nicht immer perfekt sein alles. Dann habe ich noch... Ach, hier ist doch noch ein Hund. Leg ich mal den hier drüben hin. Und dann habe ich noch Winnie Pooh. Da sind auch ein paar Bläschen drin. Jo. Fand ich mal eine ganz coole Idee. Es hat auch echt super geklappt. Und ja, dann habe ich noch, weil ich das mal ausprobieren wollte, ein Kätzchen. Da hatte ich schwarzes Harz in die Form gegossen. Das war ein Rest. Und deswegen war die Katze nur... ja, die Form nur halb voll und dann wäre die Katze ein bisschen dünn gewesen. Und deswegen habe ich die jetzt sozusagen von hinten noch bearbeitet. Und zwar habe ich die auch mit diesem Holo-Pigment bearbeitet und habe die dann nochmal gedomt.
Und ja, das finde ich mal richtig cool. Die bleibt so, dass man die eben von beiden Seiten, von vorne ist sie halt eben schwarz und von hinten das Holo. Da kommt auch noch ein Anhänger dran. Und ja, das ist mein Prototyp, aber ich finde das schon mal richtig mega. Also ist mal was anderes mit diesem Regenbogeneffekt. Und ja, die fand ich richtig cool. Genau, die habe ich noch gemacht. Und dann habe ich die schon gezeigt. Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal gerade hier ein bisschen... also die Sterne, die kennt ihr schon. Tue ich mal gerade zur Seite. Ich habe noch hier meine, die vom Livestream hier, die My Melody und Little Twin Stars. Die Sternchen, die liegen auch noch hier, weil die kommen ja auch in Ü-Post und sowas. Die habe ich noch hier liegen. Und ich glaube, den hatte ich auch schon gezeigt. Das war ja das Problem, wo die roten Sternchen die Form. So, da war der Speicher voll. Das hatte ich ja auch schon ewig nicht mehr. Ja, sorry für die Unterbrechung. Jedenfalls, ja, den hatte ich euch jetzt gezeigt. Das war der, der meine Silikonform eingefärbt hatte. Und ja, dann habe ich noch einen rosa, der ist aber auch noch nicht bearbeitet. Der muss auch noch fertig. Das war ein Rest von denen. Glitzert auch total schön. Ja, der muss noch bearbeitet werden. Dann habe ich... neue Medaillons gegossen und ich bin mir gerade unsicher, ob ich euch die schon gezeigt hatte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Es kann auch sein, dass ich die im Livestream mal gezeigt habe. Keine Ahnung. Ich zeige die euch einfach nochmal ganz schnell. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Ich meine, ich hätte die aber schon mal gezeigt. Deswegen halte ich die einfach nur mal so rein. Wer Interesse hat, kann ja Pause drücken und kann sich die genauer angucken. Die mache ich auch noch fertig und die kommen dann auch demnächst in den Shop rein. Ich glaube, die habe ich euch schon gezeigt. Ich weiß es absolut nicht mehr. Ja, hier ein Visib und so. Ja. Auch voll schön geworden. Die noch, das ist noch nicht fertig, das ist noch nicht gedomt. Seht ihr ja, die anderen sind schon gedomt und das hier fehlt noch. Da wollte ich auch noch ein bisschen was dazu machen, ich weiß nur noch nicht was. Deswegen ist das noch nicht fertig. Und dann habe ich noch, ich glaube, das war's. Die drei. Ja, genau. So, was habe ich noch? Ich habe noch ein paar Fötchen. Ich weiß nicht, ob ich die euch schon gezeigt habe. Die sind auf jeden Fall auch noch nicht fertig. Ja, die sind alle gleich. Die ja, werde ich auch mal irgendwie in eine Post oder irgendwas reinmachen. Mal schauen. Oder als Goodies im Shop. So, kann ich alle rausholen. Moment, da sind auch noch die Ohrringe drin und die zeige ich euch jetzt. Die habe ich nämlich hier drauf gehängt. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich werde einfach mal meine Hand dahinter halten. Und zwar sind das die fertigen Ohrringe, die ich bis jetzt habe. Die Katzenohrringe. Die sind einmal in Pink, in Schwarz und in Neonpink. Und hier habe ich einmal versucht, mit Glitzersteinchen Augen drauf zu machen. Und da würde ich gerne mal eure Meinung wissen, wie ihr das findet. Weil ich finde es irgendwie ein bisschen, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr das die Idee gut findet. Und die anderen habe ich eben ohne gelassen. Das sind jetzt die Katzen. Und ihr seht schon, hier habe ich noch die anderen. Die Dreiecke, die Vierecke und hier sind diese ja, Steinchenform. Wie nennt man das ja? Facettierten Steinchen. Und ja, Farben seht ihr auch. Die habe ich hier drauf gehängt, weil sonst verliere ich die. Genau, das sind die Ohrringe, die kommen auch in den Shop. Nach den Katzenohrringen wurde ich ja jetzt schon mehrmals gefragt. Also das sind die einzigen, die ich bis jetzt habe, die einzigen Pärchen. Und ja, wer welche haben will, muss da wirklich schnell sein, denke ich. Zumindest haben schon so viele nach den Ohrringen gefragt. Und ich habe, glaube ich, aber noch welche doppelt. Ich muss gerade mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr... Ja, ich glaube, ich habe noch ein paar Pärchen. Ja, ich habe noch
schwarze hier. Also die kommen dann auch alle in den Shop rein. Die schwarzen, genau, habe ich hier auch nochmal die. Genau, es ist alles das gleiche, wie ich euch gerade gezeigt habe. Nur Katzen habe ich, glaube ich, sonst keine mehr, nur die schwarzen. Genau, da kommen aber auch demnächst noch welche. Ich habe ja jetzt neue Ohrstecker bestellt und ja, ich denke, da kommt dann auch nochmal was dazu. Ja, das war es dann soweit mit dem Craft Update. Es ist immer ein bisschen, ja, es kommt einem so viel vor, man braucht so lang, aber es ist eigentlich so schnell gezeigt, aber das ist schon für mich immer eine mega Arbeit. Und ja, wie gesagt, ich werde es abfotografieren. Die kommen in den Shop, sobald ich dazu komme. Wer Interesse hat, kann mir auch gerne vorab schon eine Nachricht schreiben. Gar kein Problem. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssi.